Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf beim Krypto-Advent in Kiel. Ja, der heutige Vortrag geht über Messenger und Verschlüsselungen und richtet sich an Einsteiger ohne Vorkenntnisse. Und über mich: Ich bin in der Forschung, ich beschäftige mich mit Privatsphären, Dingen, Machine Learning und auch diesen Krypto-Geschichten und bekomme da ziemlich viel mit, was so läuft. Und ein Teil will ich euch heute erzählen darüber. Dieser Vortrag hier, den ich halte, den habe ich schon mal gehalten. Wir haben eine Veranstaltungsreihe in der Stadt, von der ich bin, Basel in der Schweiz. Kennt ihr vielleicht? Gibt einen berühmten Fußballclub hier, der FC Basel. Und diese Veranstaltungsreihe nennen wir Digitale Selbstverteidigung. Hier ist der Flyer über die Veranstaltung, die ich vor 2 Monaten gehalten habe, wo auch dieser Talk herkommt. Falls ihr mal in Basel seid oder dahin zieht und euch engagieren wollt in der Richtung, dann kommt auf uns zu. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und für das Programm heute eine kleine Übersicht. Ich werde über die Situation in der Schweiz sprechen und warum das Thema Verschlüsselung wichtig ist. Da wird es vielleicht Überschneidungen geben mit dem Crypto Wars Talk von Klaus, aber er wird da vermutlich noch viel tiefer hineingehen. Dann spreche ich eben über Verschlüsselung, das heißt symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung, die Grundkonzepte und wichtigen Dinge. Und dann komme ich zu den Messengern, wo ich Vor- und Nachteile aufzeichne und dann auch eine Empfehlung abgebe am Schluss und euch ein bisschen zeige, was es so gibt in der Region an Technologie. Ja, wie gesagt, der Vortrag richtet sich auf an Anfänger ohne Vorkenntnisse und Schwerpunkt auf der Schweiz. Und darum wird die Einleitung auch viel Schweizer Infos beinhalten. Jo, dieses Bild hier kennt ihr vielleicht. Wenn nicht, dann wird es unbedingt Zeit nachzuschlagen auf Wikipedia. Das ist Edward Snowden. Und der hat 2013 das Ausmaß der Geheimdienstüberwachung enthüllt von vor allem amerikanischen Diensten. Er war quasi Angestellter der NSA, also External Contractor. Und er hat aufgezeigt, dass es diverse Programme gibt, wie Prism oder Tempora, die massenweise Internetkommunikation abgefangen haben und diese gespeichert haben und analysiert. Und das war zu Hochzeiten laut Dokumenten etwa 60% des weltweiten Internetverkehrs, was schon ziemlich viel ist. Und Edward Snowden hat 1,3 Millionen Dokumente etwa an Journalisten überreicht, um aufzuzeigen, was da eigentlich von der Öffentlichkeit ausgeschlossen alles passiert. Und das, was er auch gezeigt hat, es gibt das Programm X-Keystore. Das ist zum Durchsuchen von diesen ganzen Regierungs- und Unternehmensdatenbanken. Also da hat er auch Zugriff auf große Unternehmen laut den Dokumenten, die Edward Snowden veröffentlicht hat. Und es ist auch unklar, welche Regierungen und Geheimdienste eigentlich Zugang hatten zu X-Keystore, der Schweizer Nachrichtendienst des Bundes. Der Schweizer Geheimdienst wurde mal angefragt, ob er was damit zu tun hat. Er hat gesagt, kein Kommentar zur Sache. Er gibt keinen Kommentar ab. Da kann man jetzt rein interpretieren, was man will. Ja, das Problem vor allem bei diesen Überwachungsmaßnahmen ist, dass die rechtlich in Anführungszeichen legitimiert werden durch Geheimgerichte. Also da gibt es Geheimgerichte, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestimmen, was gemacht werden darf und was nicht. Und erfahrungsgemäß, zumindest in der Vergangenheit, was wir wissen, haben die meistens Blankoschecks ausgestellt für Überwachungsmaßnahmen. Das heißt, die Dienste durften fast alles machen. Und es ist nicht nur Überwachung, es gibt auch starke Hinweise darauf, dass diverse Staatsdienste von diversen Regierungen auch daran arbeiten, Verschlüsselung zu umgehen, zu knacken, aber auch so zu manipulieren, dass Schwachstellen entstehen. Natürlich gibt es keine komplett bestätigten Fälle, aber es gibt viele Fälle, wo die Forschungscommunity sehr genau hingeguckt hat und entschlossen hat, Algorithmen nicht zu verwenden, weil es zu viele Fragezeichen gab diesbezüglich. Jo, und weil das so ein Einschnitt war, was das Snowden veröffentlicht hat, wird diese Zeit ein bisschen scherzhaft Post-Snowden
genannt, also die Zeit nach Snowden, das ist nach 2013. Und um ein bisschen aufzuzeigen, was eigentlich, in welchem Umfang diese Überwachung stattfindet, hier dieses Bild ist nicht von mir, das habe ich aus einem anderen Vortrag stibitzt. Ja, hier seht ihr links die Fläche der Stasi-Aktenschränke auf der Berliner Museumsinsel, kennt ihr vielleicht, die ist nicht so groß. Und das waren etwa 200 Aktenkilometer, die die Stasi hatte über ihre Bürger. Und rechts seht ihr die Fläche der NSA-Aktenschränke. Das sind etwa 42 Billionen Aktenschränke. Das Problem ist halt, es ist nicht so groß wie in dem Bild hier, sondern es ist so groß. Das ist, wenn man alle Informationen, die die NSA 2013 hatte, aneinander reiht, wie viel Fläche die Aktenschränke einnehmen würden. Und das ist schon ziemlich viel. Und denkt daran, das ist Stand 2013. Mittlerweile ist vermutlich das um ein Vielfaches größer. Wir wissen es aber nicht, weil all diese Informationen sind geheim. Ja, und was ist in der Schweiz? Ihr kennt vermutlich viele Geschichten aus Deutschland. In der Schweiz sind ähnliche Geschichten verfügbar, zum Beispiel da 2016, ja, die Stadtpolizei Basel Handys ohne rechtliche Grundlage überwacht. Die haben mit sogenannten IMSI-Catchern geguckt, wer ist in der Nähe von dieser falschen Antenne, die ein IMSI-Catcher ist. Und dann haben sich Geräte angemeldet von auch unschuldigen Bürgern und die wussten das nicht. Und die Polizei hat die Informationen dann entsprechend verwendet. Da hat es zu einer Verhaftung geführt. Aber ohne rechtliche Grundlage ist es kritisch, solche Überwachungsmaßnahmen einzusetzen. Und es gibt auch andere Fälle, wie zum Beispiel in der Schweiz. Das hier ist eine Mobilfunkantenne, kennt ihr vielleicht, so für Smartphones. Die kommunizieren dann 4G zum Beispiel mit diesen Antennen, mit 4G-Technologie. Und da ist dieses Jahr publik geworden, dass es übermäßig viel Antennensuchläufe gab. Antennensuchläufe, das ist rückwärtige Überwachung. Das heißt, die entsprechenden Dienste, wie Polizei zum Beispiel, guckt sich an innerhalb von 2 Stunden, ja, wer war bei einer Mobilfunkantenne angemeldet. Und das in der Stadt haben die etwa eine Auflösung von so 100 bis 300 Meter Distanz, Umkreis. Auf dem Land ist es mehr, so 1,5–2 Kilometer. Aber ja, die Schweiz ist klein, das sind nur 8 Millionen Einwohner und da sind 1700 Blöcke a 2 Stunden ziemlich viel. Vor allem wissen wir nicht, wo diese Blöcke waren. Das ist nur der Transparenzbericht. Wenn das an einer Autobahn war, könnt ihr euch vorstellen, in 2 Stunden fahren da ziemlich viele Autos durch. Das heißt, in so einem 2-Stunden-Block sind locker mal 3.000, 4.000 Leute. Und da wird jetzt, mittlerweile werden Gesetze verabschiedet, dass das nicht mehr so einfach möglich ist, aber es ist halt passiert in der Vergangenheit und zum Glück gibt es da auch Transparenzberichte. Aber es gibt auch andere Geschichten, zum Beispiel das EJPD, das ist das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, das ist die höchste Stufe in der Schweizer Regierung, zieht den Messenger-Dienst Threema vor das Bundesgericht. Threema ist ein Messenger wie WhatsApp oder Signal oder Telegram, weil es hat Threema oder das EJPD hat Threema verklagt, dass es die Verschlüsselung und Nutzerdaten offenlegen muss, also die Verschlüsselung brechen und Nutzerdaten offenlegen. Und Threema hat zweimal vor Gericht gewonnen und jetzt geht es vor das höchste Gericht in der Schweiz. Und naja, sie haben immer noch nicht aufgegeben, das EJPD. Und in der EU ist das ebenfalls ein Problem. Das ist jetzt ganz aktuell. Das ist weniger als einen Monat alt. Als Reaktion auf den Terroranschlag in Wien hat der EU-Ministerrat innerhalb von 5 Tagen eine Resolution beschlussfertig gemacht, die Plattformbetreiber wie WhatsApp, Signal und Co. künftig dazu verpflichtet, Verschlüsselungen zu brechen. Und da laufen jetzt gerade die ganzen Bürgerrechtsorganisationen Sturm dagegen. Aber das, ja, mit dem Argument, dass entweder man hat Verschlüsselung oder man hat es nicht, aber solche Halbsachen, wie ich später noch ausführen werde, sind unsinnig, wenn man die Dienste, also es wird behauptet, das wird nur eingesetzt in Spezialfällen, aber dann könnte man genauso gut auf eine Verschlüsselung auch verzichten. Jo, die Situation jetzt in der Schweiz.
Das ist jetzt Schweizer Geschichte. Es gab den sogenannten Fischen-Skandal. Fische ist Französisch für Akte. In der Schweiz benutzen wir auch französische Wörter für diverse Dinge. Und da wurde 1989 aufgedeckt, dass ein Siebtel der Einwohner in der Schweiz überwacht wurden vom Nachrichtendienst. Und das waren etwa 900.000 Leute. Und das hat die Schweizer Bürger haben dann das, weil die Schweiz eine direkte Demokratie ist, abgestimmt, also in der Verfassung eingebracht, dass derartige Überwachungsmaßnahmen verboten worden sind. Weil wie auch als bekannt wurde, was die Stasi eigentlich gemacht hat in Deutschland, viele Leute in der Schweiz waren enttäuscht von ihrer Regierung und enttäuscht, wie viel eigentlich an sehr privaten Informationen über sie gespeichert wurden und gesammelt. Ja, und jetzt seit etwa 4 Jahren wird, wie auch in der EU und in Deutschland, durch neue Gesetze werden die Befugnisse erweitert von diversen Diensten wie Polizei und Nachrichtendienst. Und das Grund wird meistens angegeben Terroristen und Kinderpornografie. Und ich will die Probleme Terroristen und Kinderpornografie nicht kleinreden, die gibt es. Es ist auch gut, dass es dass die Dienste diesem Problem nachgehen. Es wird einfach sehr viel Angst damit gemacht, mit diesen Themen Terroristen und Kinderpornografie. Vielleicht werden sie auch ein bisschen größer gemacht, als sie wirklich sind. Aber wo ich vor allem das Problem sehe, ist, dass wenn man breitflächig überwacht, dass auch viele Unschuldige überwacht werden. Und dass das quasi dass das alle Menschen unter Generalverdacht stellt. Und ich finde, das sollte nicht sein. In einer Demokratie sollte man den Menschen doch vertrauen. Die müssen nicht alle überwacht werden. Und es gibt auch viele Gegenbeispiele. Komme ich später noch dazu. Ja, auf jeden Fall, was gesetzesmäßig passiert ist in der Schweiz. Vor 3 Jahren wurde mit dem Geldspielgesetz wurden Netzsperren eingeführt durch die Hintertüre. Natürlich sieht man hier und da, dass nicht alle Einträge auf diesen Sperrlisten tatsächlich Casinos sind, für die man das Gesetz eigentlich verabschiedet hat. Dann gab es ein Bundesgesetz über das Sozialversicherungsrecht, in dessen Rahmen teilweise privaten Firmen erlaubt wurde, Leute zu überwachen, zum Beispiel Versicherungen, wenn sie denken, dass Versicherungsbetrug vorliegt, dürfen private Ermittler angestellt werden. Dann das Nachrichtendienstgesetz, das ist 2 Jahre her. Da gab es ein Referendum dagegen. In der Schweiz können die Bürger, wenn sie ein Gesetz des Parlaments nicht mögen, ein Referendum dagegen ergreifen. Dazu brauchen sie 50.000 Unterschriften von Schweizern. Und dann gibt es eine Volksabstimmung, ob das Schweizer Volk das Gesetz will oder nicht. Und das Nachrichtendienstgesetz wurde angenommen. Das heißt, das haben wir jetzt. Die Bürger haben nicht realisiert, wie weitreichend eigentlich diese Befugnisse, die dem Nachrichtendienst gegeben wurden, ihre Privatsphäre in Zukunft durchdringen wird. Und im selben Rahmen gab es auch das Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Postenfernmeldeverkehrs, das eigentlich dieselben ähnliche Privilegien der Polizei gibt. Es gibt diesen Unterschied zwischen Nachrichtendienst und Polizei. Nachrichtendienste dürfen nur auf Verdacht etwas machen und Polizei benötigt stärkere Indizien und sehr oft auch einen Richterbeschluss oder Zustimmung eines Richters, dass sie Maßnahmen anwenden dürfen. Und ja, jetzt deutlich schlimmer als die Situation in Deutschland ist jetzt das neue Gesetz, das dieses Jahr beschlossen wurde, aber noch nicht rechtskräftig ist, das Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Und da steht unter anderem drin, dass die Polizei ohne Richterbeschluss präventiv Maßnahmen anwenden darf gegen Bürger. Das heißt Überwachung und auch stärkere Maßnahmen. Und das ohne Richterbeschluss. Das heißt, das hebelt die Gewaltenteilung eigentlich aus. Und dagegen hat die UNO auch das Wort erhoben, sowie andere Bürgerrechtsorganisationen, wie zum Beispiel Amnesty International und viele mehr. Und falls ihr Schweizer seid, da läuft jetzt gerade das Referendum, da werden die Unterschriften gesammelt. Es wurde geframed als Willkürparagraphen. Ja, wenn ihr Schweizer seid, unterschreibt das. Ganz wichtig. Das muss vors Volk kommen und abgestimmt werden. Ja, auf jeden Fall, im Moment gibt es wenig bekannten Missbrauch
von diesen Gesetzen, unter anderem, weil das meiste geheim ist. Also wenn es Missbrauch gibt, ist es sehr schwierig, da ranzukommen. Aber er nimmt zu, es werden immer mehr Fälle publik. Und ein großes Problem ist bei digitaler Überwachung, dass das besser skaliert als die analoge. Also wenn ihr oder wenn ein Dienst die Infrastruktur aufbaut, um zum Beispiel Verschlüsselung zu brechen, dann ist es kein großer Aufwand, 2 Verschlüsselungen zu brechen. Oder 3 oder 100 oder alle, wenn die Infrastruktur mal steht. Und das im Kontrast zu der analogen Überwachung von früher, wo man Briefe aufdampfen musste. Da hat der Aufwand skaliert mit der Anzahl Briefe, die man aufgedampft hat, oder? Und die vergangene Erfahrung, also nicht nur digital, auch in der Vergangenheit zeigt, dass die Dienste, Polizei und Nachrichtendienste sehr oft die rechtlichen Möglichkeiten, die ihnen gegeben wurden, ausnutzen, soweit wie es geht. Ich denke, da wird Klaus im Crypto Wars Talk noch ziemlich viel dazu erzählen und warum das problematisch ist. Ich will ihm da jetzt nicht zu viel Thema wegnehmen. Ja, aber was ich trotzdem noch sagen will, von was ich jetzt heute spreche, also Verschlüsselung und sichere Apps, das ist ein sehr wichtiges Thema, auch das Verständnis, aber es reicht nicht. Einfach nur sichere Apps zu verwenden, reicht nicht. Die Gesetze, die beschlossen werden, das ist quasi der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und die interessierten Individuen oder die digitale Selbstverteidigung, das ist quasi die Graswurzelbewegung dazu, aber die bedingen sich gegenseitig. Je mehr Leute wissen, wo das Problem liegt und je mehr Leute aufbegehren gegen Gesetze, die vielleicht ein bisschen zu stark in ihre Privatsphäre eindringen, desto eher werden die Gesetze auch formuliert, sodass sie die Privatsphäre schützen und damit auch alle, die sich nicht für das Thema interessieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die interessierten Individuen, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung. Und auch wenn die sich schützen, heißt das, dass alle anderen das nicht machen. Und im Interesse aller, auch einer lebendigen Demokratie, wo man Diskussionen führen kann, ohne dass alles gleich mitgeschnitten und bewertet wird, finde ich es sehr wichtig, dass diese Privilegien für alle gelten, automatisch. Jo, und über was ich heute spreche, Messenger, das ist ein ganz kleiner Teil von dieser interessierten Individuen oder digitalen Selbstverteidigungsbewegung. Und ich spreche heute vor allem über WhatsApp, Signal und Telegram, weil die werden am häufigsten benutzt, meiner Erfahrung nach. Und ich werde die auch durch den Talk öfters referenzieren. Gut, dann komme ich jetzt zum Thema Verschlüsselung. Eine kurze Repetition vielleicht, wie das Internet funktioniert. Das Internet, die Informationen werden in Paketen verschickt, sogenannten IP-Paketen. Und das Problem ist, dass jeder Teilnehmer eine eindeutige IP-Adresse hat. Wenn ihr hier rechts seht ihr ein Modell des Internets, das ist nicht maßstabsgetreu, ja. Aber die grünen Punkte sind Endpunkte. Zum Beispiel Smartphones oder Facebook-Servers, ja, und die roten Punkte, die sind quasi das Netzwerk, die leiten die Internetpakete weiter. Und wenn jetzt dieser grüne Punkt hier, sagen wir, das ist mein Smartphone, ja, und ich habe die Facebook-App installiert und das will dann zu Facebook hier rechts, dann muss das diesen Weg hier gehen. Und da in diesen IP-Paketen, die verschickt werden, steht immer die Absenderadresse und die Zieladresse. Und das heißt, jeder, der hier dazwischen sitzt, der weiß, dass ich mit Facebook hier kommuniziere. Und das sind die sogenannten Metadaten. Ja, und das ist, auch wenn jetzt unklar ist, was eigentlich kommuniziert wird, jetzt greife ich ein bisschen vor, auch wenn verschlüsselt ist, was da kommuniziert wird, es ist trotzdem klar, wer mit wem spricht. Und das enthält auch sehr viele Informationen. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Steuerberater spreche, oder? Dann ist klar, geht es vermutlich weniger um mein Geburtstagsfest, sondern eher um meine Steuererklärung. Also Metadaten zeigen auch auf, wer mit wem spricht. Und das ist auch bei sozialen Netzwerken oder sozialen Graphen ein Problem, wenn viele Leute sprechen immer miteinander oder man weiß nicht, wer ist. Aber dann findet man heraus, dass zum Beispiel eine Person politisch
sagen wir, rechts, eher rechts tendiert oder sehr stark und sich stark engagiert in der rechten Szene. Und dann ist auch klar, dass alle Leute, die mit ihm häufig kommunizieren, vermutlich ebenfalls der Szene zuzuordnen sind. Und diese Art von Problemen sind in diesen Metadaten eingeschrieben und gegen das hilft Verschlüsselung eben nur halb. Aber ich komme jetzt dazu. Das Internet als Beispiel, also den Graphen, den ich vorher gezeigt habe, das war ein Beispielgraphen. Hier seht ihr, wie das Internet richtig aussieht. Das ist eine Map der Überland- und Unterseeleitungen des Internets. Und wie ihr seht, hier Europa ist sehr gut angebunden, vor allem nach Amerika. Und wenn man zum Beispiel von Europa nach China kommuniziert, dann geht das meistens über die Vereinigten Staaten. Das heißt, das geht da außen rum, ja, und ist dann hier, geht durch Amerika und nach China und jeder auf dem Weg kann halt mitlesen, oder? Und dieser Weg hier über Ägypten wird eher selten gemacht. Früher, vielleicht, wenn ihr ein bisschen älter seid, habt ihr mitgekriegt, dass es früher sehr viel Hosting-Angebote, günstige, also so Webserver und so weiter, in Ägypten gab. Das ist wegen dieser Leitung, die sehr stark ist hier. Aber mittlerweile nicht mehr so viel, weil Ägypten politisch ein bisschen unstabil geworden ist im Vergleich zu früher. Und darum geht jetzt auch, gehen viele Daten mehr und mehr über den Atlantik. Jo, also jetzt komme ich zu symmetrischer Verschlüsselung. Eine Information vorab, es heißt symmetrisch, weil der gleiche Schlüssel für Ver- und Entschlüsselung verwendet wird. Was das bedeutet, seht ihr hier. Dieses Bild habe ich aus dem Internet, wie ganz viele andere Bilder auch aus dem Vortrag. Da ist halt alles auf Englisch. Ich erkläre das jetzt aber und übersetze es auf Deutsch. Also wir haben Alice, die ist hier, ja, und das will mit Bob kommunizieren. A nach B. Und dazwischen sitzt Eve. Eve ist ein Zuhörer, zu Englisch Eavesdropper, und darum heißt er Eve. Und Alice und Bob wollen halt nicht, dass Eve mithören kann. Und darum verschlüsseln sie jetzt einen Klartext, zum Beispiel die Nachricht Hallo, ja, verschlüsseln sie mit einem Schlüssel, mit einem Schlüssel, den sie zuvor geteilt haben. Das ist derselbe Schlüssel hier und hier, den verschlüsseln sie, senden den übers Internet. Und das heißt, Eve sieht nur den verschlüsselten Text, weiß nicht, was es ist. Und Bob entschlüsselt dann wieder die Nachricht. Und daher weiß Bob, was Alice ihm geschickt hat, aber Eve nicht. Und wichtig ist, dass das derselbe Schlüssel ist. Ja, das heißt, die müssen den irgendwie vorher geteilt haben. Und ein Beispiel von so einem symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus ist die Cäsar-Chiffre. Benannt nach Cäsar, dem römischen Kaiser, der angeblich das auch schon verwendet hat. Und Chiffre ist wieder ein französisches Wort, was sowas wie Verschlüsselung bedeutet. Nicht direkt. Ja, schweizerdeutscher Ausdruck. Auf jeden Fall, was wir machen bei der Cäsar-Chiffre, ist, wir verschieben Buchstaben anhand des Alphabets weiter. Also wenn wir I 5 Buchstaben weiter verschieben, ja, also I, dann kommt J, K, L, M, N, O, nein, N ist schon 5. Ja, also I wird N und wenn wir, das heißt, der Schlüssel ist 5 in dem Fall. Wenn wir C 5 Stufen weiter verschieben, dann haben wir H und H wird zu M, oder? Und B wird zu G und so weiter. Das ist ein sehr einfacher Verschlüsselungsalgorithmus. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Y 5 Zeichen weiter verschieben, dann sind wir halt über das Z hinaus, das aus der letzten Buchstaben des Alphabets, und dann beginnen wir einfach wieder bei A. Ja, und hier das Problem bei dieser Verschlüsselung ist, also bitte verwendet die nicht, ja, die hat nur 26 verschiedene Schlüssel, weil wenn ihr ein Buchstaben 26 Buchstaben weiter verschiebt, oder 27, dann seid ihr wieder beim Gleichen. Und dann wiederholt sich der Schlüssel, oder? Das heißt, man muss nur 26 verschiedene Schlüssel ausprobieren, um diese Verschlüsselung zu knacken. Und darum ist die nicht besonders sicher. Man kann diese Cäsar-Chiffre natürlich auch klüger machen, indem man zum Beispiel ein Wort, also zum Beispiel hier jetzt 5 Zahlen nimmt und dann immer 5, also der erste Buchstaben hier plus 5 verschiebt, der zweite 9, der dritte um 6 Buchstaben, der vierte um 23 und der nächsten um 15 und so weiter. Man wiederholt dann das, oder? Und das ist jetzt schon sicherer als vorher, weil es gibt deutlich mehr als 26 Schlüssel. Ja, aber
Es gibt immer noch ein Problem bei diesen Art, also bei diesen Arten von Verschlüsselungsalgorithmen. Und zwar seht ihr hier die Buchstabenhäufigkeit in der deutschen Sprache, wie häufig die vorkommen. E zum Beispiel ganz links kommt am häufigsten vor. Und N zweithäufigst. Und da wir ja einfach nur Buchstaben ersetzen in der Verschlüsselung vorher, kann man mit statistischen Attacken den Schlüssel versuchen zu knacken. Und das funktioniert auch relativ gut, dass man guckt, welcher Buchstaben ist wie häufig. Und darum, das gilt jetzt allgemein für Verschlüsselungen, auch in der Forschung, das Ziel von Verschlüsselungsalgorithmen ist die statistische Unabhängigkeit des Verschlüsselten, also von dem verschlüsselten Text, den er sieht, vom Klartext, also das, was ihr verschlüsseln wollt. Wenn es da keine statistische Abhängigkeit gibt, dann kann man nicht rausfinden, was der Klartext ist, ohne den Schlüssel. Und darum geht es eigentlich bei Verschlüsselung. Und jetzt hier spreche ich über kurz über den Advanced Encryption Standard. Das ist ein State-of-the-Art Algorithmus und möchte zeigen, ja, was macht man eigentlich heute, damit es sicher ist. Und ich erkläre jetzt kurz das Schema hier. Das ist jetzt ein bisschen fortgeschritten. Wenn ihr das nicht versteht, ist das nicht so schlimm. Aber für die, die sich interessieren, erkläre ich das kurz. Und zwar ist das ein sogenannter Block-Cipher. Das heißt, er nimmt immer einen Block an Buchstaben, also eigentlich an Zahlen. Aber ich erkläre es jetzt mit Buchstaben. Es geht analog mit Zahlen, weil jede Zahl kann auch ein Buchstabe sein, oder? Und andersrum. Aber ihr nehmt 16 Buchstaben hier, oder ihr nehmt immer 16 Buchstaben vom Text, ordnet die in so einem Block an, und dann habt ihr hier einen Schlüssel, den macht ihr irgendwie länger als er ist, halt lang genug, so wie ihr ihn benötigt. Das ist technisch, das lasse ich jetzt raus. Auf jeden Fall von diesem 16 Buchstaben Block addiert ihr den Schlüssel dazu. Das ist wie vorher bei der Cäsar-Chiffre, okay, einfach Buchstaben verschieben nach vorne, entsprechend der Zahl. Und dann substituiert ihr gewisse Bytes nach einer klugen Weise, dann werden die Reihen gegeneinander verschoben, dann werden die Kolonnen aufeinander gerechnet und dann wird nochmal ein Teil des Schlüssels dazu addiert. Und das Ganze wird 9-mal wiederholt, ja, und dann am Schluss wird nochmal dasselbe gemacht, nur Mix, also die Kolonnen werden nicht aufeinander addiert, weil das macht keinen Sinn, aber eigentlich wiederholt ihr diesen Block hier mehr oder weniger 10-mal. Ja, und das dann ist nach heutigem Verständnis von Sicherheit bei Verschlüsselungen, ist die statistische Abhängigkeit von dem, was ihr eingebt in diesen Verschlüsselungsalgorithmus, was ihr verschlüsseln wollt, das da, von dem, was da unten rauskommt, gegeben. Ja, und dieser Algorithmus wird immer noch fast überall eingesetzt und gilt als der Standard von symmetrischer Verschlüsselung. Aber das Problem bei symmetrischer Verschlüsselung ist halt, wie transferiert man diesen Schlüssel, oder? Von Alice zu Bob. Woher kennt Bob den Schlüssel? Weil, wenn ich ihm den schicke, jeder, der dazwischen ist, kann diesen Schlüssel ja mitlesen. Und darum eignen sich symmetrische Verschlüsselungen eher für Sachen wie Festplattenverschlüsselung, oder? Wo man alles immer lokal hat, auf dem eigenen Computer. Oder wenn man mal eine verschlüsselte Leitung aufgebaut hat, dazu komme ich gleich später, dann kann man einen symmetrischen Schlüssel aushandeln über diese verschlüsselte Leitung, die nicht mitgelesen werden kann. Jo. Und jetzt komme ich zur asymmetrischen Verschlüsselung. Im Gegensatz zur symmetrischen Verschlüsselung von vorher hat die Eigenschaft, dass es zwei Schlüssel gibt, und zwar einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Und die gehören jetzt beide Bob, aber der Vorteil ist, der öffentliche Schlüssel kann er verteilen, den kann er allen rumschicken. Und dann kann Alice diesen öffentlichen Schlüssel nehmen und etwas verschlüsseln und nur Bob kann das entschlüsseln. Das heißt, egal wem sie das Verschlüsselte gibt, mit dem gelben Schlüssel hier verschlüsselt, der kann das nicht entschlüsseln. Ja. Und das funktioniert mathematisch über sogenannte Falltürfunktionen. Wenn das interessiert, der kann das nachlesen. Die Idee ist, dass es gibt mathematische Funktionen, die sehr einfach in eine Richtung zu berechnen sind, aber sehr schwierig in die andere, aber trotzdem eindeutig. Ja. Und es gibt, mit einem Geheimnis wird das schwer, da unten aber zu einfach. Und das ist quasi der geheime Schlüssel, der die Rückrechnung einfach macht. Auf Englisch heißt das Trapdoor Functions, falls ihr das googeln wollt. Ja,
Was so bekannte Algorithmen sind, die dieses Verfahren einsetzen, ich erwähne die einfach. Das ist zum einen der RSA-Algorithmus. RSA, das sind die Anfangsbuchstaben der Erfinder. Und Elliptic Curve Cryptography, das kommt mehr und mehr, weil RSA ist sehr teuer. Das sind sehr große Zahlen, die man verrechnet. Und Elliptic Curve Cryptography ist billiger. Darum findet das im Moment mehr Verbreitung. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber wenn euch das Thema interessiert, es gibt tolle Artikel im Internet. Könnt ihr nachlesen, aber es ist sehr mathematisch. Darum gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und jetzt würde ich gerne die Probleme der Schlüsselverteilung bei asymmetrischer Verschlüsselung illustrieren. Und ich mache das jetzt am Beispiel von Transport Layer Security, sogenanntes TLS. Das ist, wenn ihr im Browser auf eine Webseite geht, ja, das ist dieses Schlösschen oben. Und das gilt genauso auch für die Chat-Apps. Die haben genau die gleichen Probleme. WhatsApp, Telegram, Signal. Aber es ist einfacher zu zeigen im Browser. Ja, und jetzt, was ist denn da los? Das ist kaputt. Dann fixe ich das kurz. Also, ich erkläre es euch hier. Tut mir leid. Also, wir haben einen Browser. Ja, das ist zum Beispiel Firefox oder Edge oder Chrome. Und es gibt die Webseite, die ihr besuchen wollt. Hier habe ich jetzt unsere Webseite von der Veranstaltung in Basel, digitale Selbstverteidigung. Und das S in HTTPS, das ist Hypertext Transfer Protocol und das S ist für Secure. Und wenn ihr jetzt auf so eine verschlüsselte Webseite geht, das ist eben dieses Schlösschen, das grüne Schlösschen in der URL-Bar im Browser oben. Da diese Webseite hat jetzt einen öffentlichen, einen privaten Schlüssel, der rote ist der private und der grüne ist der öffentliche. Und den öffentlichen macht sie ein Zertifikat, nennt man das, und schickt das an euren Browser. Ja, und der kann dann diesen Schlüssel dem öffentlichen extrahieren und verschlüsselt, was er auch immer dem Server sagen will, zum Beispiel Hallo. Ja, und der, wer immer in der Mitte sitzt, hier, der sieht nur den verschlüsselten Text. Das Problem jetzt aber ist, dass da einer sich dazwischen schieben kann. Das sind sogenannte Person-in-the-Middle-Attacks. Früher hieß das Man-in-the-Middle. Heute wird das zeitgenössisch gegendert. Und das Problem ist, wenn diese Person hier dazwischen sitzt, dargestellt durch das BSE-Teufelchen, dann kann der diesen öffentlichen Schlüssel abfangen vom Server, ja, und mit seinem eigenen Paar an asymmetrischen Schlüsseln ersetzen und seinen öffentlichen quasi mir senden, ja, und ich verschlüssle dann mit diesem Schlüssel mein Hello, und ich glaube, dass wo ich das hinschicke, ja, ist diese Seite, aber das ist nicht der Fall, sondern das Teufelchen hier sitzt dazwischen, kann das entschlüsseln, weil es hat den Private Key zu dem Orangen hier, ja, und entschlüsselt es dann mit dem öffentlichen Key des Servers. Und für den Server sieht es dann ebenfalls so aus, als wäre alles verschlüsselt, aber die Person hier sitzt in der Mitte. Ja, und was das Problem von diesen Man-in-Middle-Attacks wird eigentlich so gelöst, indem es eine sogenannte Certificate Authority gibt. Das ist eine zusätzliche Instanz, der man vertraut, ja, und die sagt, dieses Zertifikat, das der Webserver hier rausgibt, ja, das gehört wirklich dem Webserver. Und ich kann dann überprüfen mit dem Zertifikat von diesen Authorities, ob das wirklich stimmt. Und die benutzen auch asymmetrische Kryptographie, um zu bezeugen, dass das auch, also die signieren das Zertifikat mit diesen asymmetrischen Schlüsseln, das ist ein sehr ähnliches Verfahren wie Verschlüsselung. Und deren einzige Aufgabe ist eigentlich, dass ihr geheimer Key wirklich geheim bleibt, weil ihr ganzes Business Model und Vertrauensmodell basiert auf der Geheimhaltung dieses Schlüssels, dass die nicht kompromittiert sind. Ja, und dieses ähnliche Problem des Vertrauens von Schlüsseln, wenn ich mit irgendjemandem kommuniziere, über zum Beispiel WhatsApp oder Signal, ja, woher weiß ich, dass der Schlüssel, den ich habe vom anderen, tatsächlich der des anderen ist? Und jetzt machen wir einen kurzen Ausflug ins echte Leben, weil ich will euch mal zeigen, was diese Certificate Authority eigentlich bedeutet. Und zwar gehe ich dafür auf diese Webseite von
den Krypto-Advent, vielleicht mache ich ein bisschen größer, von der Veranstaltung heute. Ja, hier dieses Schloss, von dem habe ich gesprochen, das sagt, dass es verschlüsselt ist. Hier steht auch HTTPS. Bisschen klein, weiß nicht, ob man es lesen kann. Okay. Wenn ich auf das Schlösschen klicke, dann steht hier Connection Secure, Verbindung sicher. Und ich könnte mir jetzt da die Details angucken. Zum Beispiel hier, das ist wohl zu klein. Sieht man die Details zur Verschlüsselung von diesem TLS. Aber was wirklich interessant ist, wenn ich hier unter Einstellungen gehe und dann hier Security and Privacy und runter scrolle, das ist jetzt Firefox, ja, gibt es, das gibt es auch in Chrome. Irgendwo steht was wie View Certificates. Und das hier, na, hat nicht geklappt. Das hier sind all diese, ist eine Liste dieser Certificate Authorities, denen ich glaube, dass eine Website wirklich die ist, die sie vorgibt zu sein. Und wenn irgendeine von diesen Firmen hier drin, und ihr seht, wie lang diese Liste ist, ja, wenn irgendeine von diesen sagt, dass diese Website die richtige ist, dann glaubt der Browser der. Und die sind über die ganze Welt verteilt, diese Certificate Authorities, und in fast allen Ländern. Und es ist relativ einfach, für ein Land seine Certificate Authority dazu zu zwingen, mit Gesetzen halt spezielle gefälschte Zertifikate herauszugeben, die aber wie echte aussehen und vom Browser auch wie echte akzeptiert werden. Ja, und darum, diese Lösung ist nur halb perfekt. Aber das Gute ist trotzdem, dass der ganze Internetverkehr verschlüsselt ist. Trotzdem. Also das System ist nicht komplett kaputt, aber spezielle Attacken sind immer noch möglich. Und dasselbe gilt eben auch für Messenger. Jo, also jetzt muss ich ein bisschen vorwärts machen. Hier seht ihr zum Beispiel, wie so ein Zertifikat aussieht. Ich denke, Samuel wird im OpenSSL-Talk nachher noch genauer darauf eingehen. Es gibt verschiedene Formate. Am Schluss sind das einfach Zahlen und Metainformationen. Und hier in der sogenannten Base64-Enkodierung dargestellt mit Buchstaben, damit Menschen das auch lesen können. Aber das ergibt keinen, also für Menschen ergibt es keinen Sinn, aber es ist zumindest lesbar, anstelle von nur Nullen und Eins. Ja. Gut, eine Sache bei diesem Certificate oder bei TLS jetzt ist, dass der Server immer noch alles entschlüsseln kann, was auch Sinn macht. Wenn ich eine Webseite anfrage, muss der Server ja wissen, welche Webseite er mir schickt. Aber wenn ich jetzt eine Chat-App habe, oder, und ich bin so ein grüner Punkt hier, ja, und ich will mit diesem grünen Punkt hier über Signal kommunizieren, dann geht das halt hier über diesen Signal-Server, weil Signal ist ein zentralisiertes Protokoll, ja, und dann schickt Signal das weiter zu diesem Punkt hier, mit dem ich eigentlich kommunizieren will, über Signal. Und da gibt es zwei Modelle, also das eine ist TLS, was ich vorher gezeigt habe, wo halt nur die Kommunikation verschlüsselt ist, aber der Server selbst, der sieht, was abgeht. Ja, und dagegen gibt es das End-zu-Ende verschlüsselte Modell, wo, wenn ich mit einem anderen Teilnehmer chatte, kommuniziere, dass der Server dazwischen nicht sehen kann, was die Nachricht ist. Der sieht nur, wer mit wem kommuniziert. Und, wieso ist denn so viel kaputt heute? Sorry. Ja, also hier sollte das Emblem von Telegram sein. Telegram ist nicht per Default Ende-zu-Ende verschlüsselt. Ich komme da noch darauf. Man kann aber, wenn man will. Und Apps wie WhatsApp oder Signal sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, der Signal-Server hier kann nicht sehen, was geschrieben wird. Ja. Aber wieder ein Problem sind halt Person-in-the-Middle-Angriffe. Also wenn sich hier jemand dazwischen schaltet und damit verbunden die Schlüsselintegrität. Das ist der Schlüssel, den ich habe, mit dem ich Nachrichten für den hier verschlüssle, ist das tatsächlich sein Schlüssel oder ist da niemand dazwischen? Ja, jetzt die Zusammenfassung zu Verschlüsselung. Es gibt die symmetrische Verschlüsselung, das heißt gleicher Schlüssel für Fern- und Entschlüsselung. Das ist relativ billig, also schnell heißt das, und eignet sich für Sachen wie Festplattenverschlüsselung oder eben wenn man irgendwie geheim diesen symmetrischen Schlüssel verschicken kann. State of the Art ist der AES, Advanced Encryption Standard Algorithmus, den ich erklärt habe. Und dagegen gibt es die asymmetrische Verschlüsselung. Das sind eben verschiedene Schlüssel für Fair- und Entschlüsselung. Die sind ziemlich langsam, weil man muss viel berechnen und dementsprechend teuer. Aber man kommt nicht umhin,
weil es löst ein bisschen das Problem der Schlüsselverteilung, zumindest mehr als bei symmetrischen Schlüsseln. Und Beispiele dafür sind RSA und Elliptic Curve Cryptography, die ich vorher gezeigt habe. Ja, das Problem sind aber immer noch Person-in-the-Middle-Angriffe und damit verbunden halt die Verteilung integrer Schlüssel. Ja, das ist ungelöst. Und auch bei Chat-Apps. Diese Apps verstecken das Problem einfach vor euch. Ja, jetzt komme ich zu Messenger. Die Frage ist, ja, wer hat Zugriff auf welche Informationen? Also zum einen passiv, wer kommuniziert wem mit wem und wann? Also wenn ich mit meinem Freund kommuniziere, ja, ist das sichtbar. Das sind die sogenannten Metadaten. Dann ist aber auch die Frage, was wird kommuniziert, den Inhalt der Nachricht? Ja, wenn es nicht verschlüsselt ist, dann kann man mitlesen, was der Inhalt ist. Aber der ist meist weniger wichtig, weil das Beispiel, das ich zu Beginn gebracht habe, wenn ich mit meinem Steuerverwalter kommuniziere, dann geht es vermutlich eher um die Steuererklärung, ja, und weniger um meine Geburtstagsparty oder auch innerhalb von sozialen Strukturen. Leute, mit denen ich viel kommuniziere, sind höchstwahrscheinlich meine Freunde und dementsprechend haben ein ähnliches Mindset. Gilt, ja, vor allem bei politischer Einschätzung. Also Einschätzung politischer Gesinnung sind Freundeskreise relativ zuverlässig. Ja, dann ist auch noch wichtig, kann man falsche Nachrichten einspeisen in solche Kommunikationssysteme? Also das ist ein aktiver Angriff, aber das ist auch noch wichtig. Kann man sich als eine Person ausgeben und das Gegenüber belügen, ohne dass das die Person selbst mitkriegt? Das ist zum Beispiel bei Telegram möglich, zeige ich gleich. Ja, und das Problem, das habe ich schon x-mal erwähnt, es geht um die Schlüsselverteilung. Ja, traue ich dem Schlüssel, den ich habe. Und ich stelle jetzt kurz die Apps vor mit Vor- und Nachteilen. Und dazu spreche ich als erstes über Signal. Ja, das ist aus Schweden ursprünglich immer noch. Dementsprechend auch unterliegt der dortigen Jurisdiktion. Und es ist fast alles verschlüsselt bei Signal. Und warum ich mit dem anfange, mit Signal, ist, weil das Signal-Protokoll, als das eingeführt wurde, war das revolutionär und ist es immer noch. Also das verschlüsselt die gesamte Kommunikation Ende zu Ende. Und selbst in der Kryptografen-Community, also die Leute, die sich sehr viel mit Verschlüsselung beschäftigen und auch weiterentwickeln Verschlüsselungsalgorithmen, selbst die halten das Protokoll für sicher. Im Rahmen des Protokolls. Ja, und was auch gut ist bei Signal, es ist quelloffen. Das heißt, man kann den Programmcode, wie das Programm geschrieben ist, nachlesen. Und es ist auch verifizierbar. Das heißt, ich kann meine Signal-App selbst bauen. Ja, ich kann die auf meinem Computer, ich kann alles runterladen und reingucken, wie das gemacht wird und dann selbst kompilieren. Und ich kann dann gucken, ist das dieselbe App, die ich aus dem Play Store oder aus dem iStore runterladen kann. Und da auch sehen, ja, hat da irgendjemand was manipuliert oder nicht. Das kommt auch vor, dass Leuten gezielt gefälschte Apps untergejubelt werden, sodass dass zum Beispiel die Kommunikation mitgelesen werden kann. Weil dann ist zwar alles verschlüsselt, aber wenn die App kompromittiert ist, dann kann die trotzdem alle Nachrichten irgendjemand anderem weitersenden, oder? Ja, und was bei Signal auch noch gut ist, es ist verhältnismäßig bedienungsfreundlich. Also ich finde es eine akzeptable Balance zwischen Kompliziertheit und Sachen, die man falsch machen kann, und Benutzbarkeit. Ja, und der Dienst ist zentralisiert. Tut mir leid, das Bild hier ist auch wieder kaputt. Aber das bedeutet, dass wenn ich meinem Freund über Signal schreibe, das geht dann alles über ein paar wenige Signal-Server. Und da kann man dann die Metadaten, könnte man abgreifen, also wer mit wem kommuniziert. Allerdings wissen wir von Signal, dass es das nicht macht. Das speichert die Metadaten nicht. Es gab da einen Gerichtsprozess von ein paar Jahren, wo Signal in den USA war das, da musste es alle internen Dokumente offenlegen und da wurde klar ersichtlich, Signal speichert keine Metadaten. Zumindest zum Zeitpunkt des Gerichtsurteils. Und ich glaube, das ist auch immer noch so. Dann haben wir WhatsApp. Ja, das gehört Facebook. Das wissen immer noch nicht alle.
Zusammen mit vielen anderen Apps wie Instagram und Snapchat und so weiter gehört das Facebook, und das ist auch Ende-zu-Ende verschlüsselt. Es benutzt das Signal-Protokoll wie vorher, aber es hat ein paar Designänderungen gemacht. Zum Beispiel, gut, Facebook kontrolliert die Schlüsselverteilung, und was da ist, zum Beispiel kann Facebook Schlüssel erstellen für Offline-Messages. Also wenn ihr jemanden neu hinzufügt auf WhatsApp, ja, und der war noch nie online und ihr konntet noch nie einen geheimen Schlüssel aushandeln, dann stellt euch Facebook Schlüssel zur Verfügung, wo ihr verschlüsseln könnt und dann der entsprechenden Person eine Offline-Nachricht schicken, weil die Person nicht online ist. Aber das bedeutet halt auch, dass Facebook diese Nachrichten entschlüsseln kann. Und das wird nicht transparent kommuniziert. Und es kann sehr gut sein, es gibt zwar keine Belege dafür, aber es kann gut sein, dass Facebook auch sonst euch Schlüssel unterjubeln kann, wo es die geheimen Schlüssel kennt oder sich irgendwie dazwischen schalten kann. Ja, und die Schlüsselverteilung, ja, ich muss auch sagen, Signal kontrolliert auch die Schlüsselverteilung zentral. Aber sie sind deutlich transparenter, wie das passiert und was sie machen, genau. Ja, auch WhatsApp ist zentralisiert, und eben die Metadaten, die werden auch von Facebook ausgelesen, und wir können davon ausgehen, dass Facebook diese zu Marketingzwecken verwendet. Sie verwenden auch Freundschaftsdaten von WhatsApp, um euch auf Facebook besser miteinander zu verbinden. Das ist belegt. Ja, was es auch noch gibt hier, man kommuniziert ja verschlüsselt auch auf WhatsApp, und es gibt jetzt diesen gelben, hier im Bild rechts, diesen gelben Text, da steht Vera Southledge Security Code Changed, tap for more info. Das ist eine Nachricht, wenn ein Schlüssel sich geändert hat. Und das ist quasi eine Sicherheitsnachricht. Das heißt, dass der Kommunikationspartner gegenüber zum Beispiel WhatsApp neu installiert hat oder sich ein neues Smartphone gekauft hat oder irgend sowas. Es kann aber auch sein, dass sich jemand zwischen die Verbindung hängt. Und das bisschen Fragwürdige bei WhatsApp finde ich, dass diese Einstellungen nicht per Default aktiviert ist. Also man muss speziell anschalten in der WhatsApp-App, dass man diese Nachrichten sehen will. Und ich empfehle euch, das anzuschalten, wenn ihr ein bisschen sensibel seid. Und dann seht ihr eigentlich, wie oft sich diese Schlüssel ändern, vor allem in Gruppenchats. Da kommt es dann jede Woche, ändert in größeren Gruppenchats irgendjemand einen Schlüssel. Ja, dann zu WhatsApp, so ein bisschen, ja, kann man WhatsApp vertrauen oder nicht? Ich liste jetzt ein paar Fälle, die durch die Medien gingen. Zum Beispiel kam raus, dass das BKA, das ist das Bundeskriminalamt in Deutschland, die WhatsApp-Web-Funktion zum Mitlesen von Verdächtigen benutzt hat. Ihr kennt das vielleicht, ihr könnt euch im Browser einloggen, indem ihr diesen QR-Code scannt von WhatsApp. Was da passiert ist, das BKA hat sich, wenn ich mich richtig erinnere, kurz das Mobiltelefon eines Verdächtigen geschnappt und sich entsprechend eingelesen, also den QR-Code auf ihrem Computer gescannt und waren dann eingeloggt beim Account des Verdächtigen. Das funktioniert auch bei anderen wie Signal oder Telegram. Ja, da ist einfach Vorsicht geboten. Und es wird zwar mittlerweile auch bei WhatsApp, glaube ich, angezeigt, dass ein Computer eingeloggt ist, aber man braucht schon ein bisschen ein Verständnis, was im Hintergrund passiert, zum Wissen, was diese Nachricht bedeutet. Und da wurde bei diesem Fall wurde keine Verschlüsselung gebrochen oder so. Ja, das war nur der Webclient, mit dem eingeloggt wurde. Und ein weiterer Fall ist, WhatsApp Voice Calls wurden benutzt von einem Dienst aus Israel, um Spyware, also um Programme auf Mobilfunktelefone von Opfern zu laden und um diese zu überwachen. Und das war eine Sicherheitslücke, die war extrem stark. Also man konnte die gesamten Telefone übernehmen mit dieser Sicherheitslücke.
Und die war so gut platziert, dass Experten spekulieren, das ist nicht nachgewiesen, es wird nur spekuliert, dass diese Lücke Absicht war und vielleicht von anderen Nachrichtendiensten explizit auch ausgenutzt wurde für sehr spezialisierte Angriffe. Ja, mittlerweile ist das geschlossen. Aber ich wiederhole nochmal, das war nur Spekulation. Wir wissen es nicht. Diese israelische Firma hat dieses Spyware größtenteils gegen saudische und iranische Zielpersonen eingesetzt. Ja, und dann, was vielleicht ein bisschen alltäglich ist, dass diese Fälle, weil immer wenn ihr einen Gruppenchat in WhatsApp einen Link postet, dann gibt es auch diese Vorschau. Ja, und in der Vergangenheit wurden all diese Vorschauen über Google abgewickelt. Und das heißt, Google hatte eine relativ gute Einsicht dafür, was in Gruppenchats eigentlich für Link gepostet wurden. Und naja, in solchen Sachen nützt eine Verschlüsselung wenig, oder? Wenn trotzdem klar ist, was im Gruppenchat diskutiert wird. Es sind vielleicht nicht alle Details bekannt, aber der Kontext schon. Und der Kontext reicht meistens schon für entsprechende Rückschlüsse auf Tätigkeiten und Gesinnung von einzelnen Personen. Ja, gut, komme ich noch kurz zu Telegram. Telegram war ehemals russisch, ist heute in den Vereinigten Emiraten. Es gibt Gerüchte über einen Umzug in die Schweiz, allerdings mit den Gesetzesänderungen, die ich zu Beginn vorgestellt habe, ist es eher unwahrscheinlich, dass Telegram jetzt in die Schweiz kommt. Was bei Telegram wichtig ist, es ist eine sehr beliebte App, vor allem in Deutschland. Es ist per Default nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Das muss man explizit aktivieren. Und das ermöglicht zum einen große Gruppenchats. Also stellt euch vor, ihr seid in einer großen Gruppe mit 50.000 Leuten. Ja, und wenn man da reinschreiben kann, Ende zu Ende verschlüsselt bedeutet auch, dass ihr das an jedes einzelne Gerät verschlüsselt. Diese Nachricht. Und wenn ihr 50.000 Leute habt, müsst ihr an 50.000 Geräte Nachrichten schreiben. Und das skaliert sehr schlecht. Also das skaliert quadratisch in der Anzahl Benutzer in einer Gruppe. Und darum ist bei WhatsApp sind zum Beispiel so große Gruppengrößen nicht praktikabel. Weil Verschlüsselung ist sehr teuer. Man muss sehr viel, also verhältnismäßig viel Rechenzeit aufwenden. Immer noch sehr, also immer noch im Millisekundenbereich, aber trotzdem, es benötigt auch Batterie. Jo. Und was bei Telegram auch ist, es Ende zu Ende verschlüsselte Chat, wenn man das mal aktiviert, dann werden die nicht zwischen Devices synchronisiert. Das hat zum Vorteil, dass es das Nachlesen auf Zweitgeräten verhindert, wie zum Beispiel die Attacke, die ich vorher bei WhatsApp illustriert habe, wenn man sich im Webclient einloggt. Aber es ist halt auch unpraktisch, es limitiert die Adaption der Verschlüsselung, weil Leute werden es nicht verwenden, weil sie müssen dann immer auf dem einen Gerät oder auf dem anderen das nachlesen und können nicht auf beiden gleichzeitig. Ja. Und das ermöglicht aber halt auch, wenn der Account übernommen wurde, das Einschleusen von falschen Nachrichten, weil die jeweils nur auf einem Gerät ist dieser Chat sichtbar. Und die an ja, und das wäre dann auf dem Gerät des Attackers und das Opfer sieht dann die entsprechenden Chats nicht, nur das Gegenüber, mit dem die falschen Nachrichten geschickt werden. Und auch hier, Telegram ist zentralisiert und in der Vergangenheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Verschlüsselung von Telegram war selbst gekocht. Die haben was Eigenes gemacht. Und das ist sehr schlecht. Verschlüsselungen sind so kompliziert und man kann so viele Dinge falsch machen, dass die Kryptografen-Community, die diskutiert zuerst mal 10 Jahre über einen Algorithmus, bevor sie sagt, ja, der ist vermutlich sicher. Und darum, meine Bitte an euch, wenn ihr jemals was mit Verschlüsselung macht, und das wird vermutlich Samuel im OpenSSL Talk euch auch nochmal sagen, benutzt die Libraries, die von Experten entwickelt wurden und benutzt nur die und keine selbstgemachten Sachen, weil man kann so viel falsch machen. Ja, aber mittlerweile Telegram hat die meisten der Kinderkrankheiten behoben und ich denke, mittlerweile ist die Verschlüsselung in Ordnung. Aber ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer. Ja, hier noch ein Kommentar zu Telegram. Wenn ihr einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Chat habt, dann ist die hier in grün, hier Heisenberg sichtbar und es hat so ein Schlösschen davor. Und wenn ihr das noch nie gesehen habt, wenn ihr Telegram benutzt, ja, dann habt ihr noch nie einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Chat gehabt. Ja, und man muss diese Ende-zu-Ende verschlüsselten Chats explizit erstellen. Ich glaube, wenn man hier auf Edit klickt oder sowas, bin mir nicht mehr sicher.
Ja, und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Ich habe doch immer über Schlüsselintegrität gesprochen in der Vergangenheit. Alle drei Apps ermöglichen mit Kommunikationspartner die Schlüssel zu vergleichen, respektive die Fingerprints. Ja, das heißt, irgendwo im Chat, wenn ihr das Chatfenster von einer spezifischen Person öffnet, kann man irgendwo oben rechts oder links, irgendwie kommt man auf unter Einstellungen auf diese Bilder, wo dann der geheime oder der Fingerprint des Keys angezeigt wird, und da muss man mit seinem Partner vergleichen, ob das der gleiche ist. Also wenn ihr sicher sein wollt, dass da niemand dazwischen steht und ihr seht eine Person mal persönlich, dann könnt ihr diesen Schlüssel hier miteinander vergleichen, dann wisst ihr, aha, ja, da ist niemand dazwischen. Ja, aber ich muss auch erwähnen, halt, dass diese Methode ist auch nur so sicher, wie ihr euren Geräten vertraut. Also wenn ihr eurem Smartphone nicht vertraut, wenn ihr denkt, dass das irgendjemand gehackt hat, oder wenn ihr ja denkt, dass ihr eine Zielperson seid und dass Leute sich explizit eure Geräte vornehmen könnten, das schützt nicht gegen diese Art von Attacken, weil auf eurem Gerät sind die Nachrichten unverschlüsselt, oder? Diese Schlüssel hier schützen nur für die Kommunikation übers Internet. Aber trotzdem, gut zu wissen, und guckt das mal nach mit euren Freunden. Ja, jetzt ein paar Disclaimer, für was ich bis jetzt erzählt habe. Viele Details kennen wir einfach nicht zu diesen Messenger, vor allem Voice- und Videotelefonie. Auch weil Voice- und Videotelefonie viel mehr Daten verschlüsseln und darum eher günstigere Algorithmen verwenden. Gilt nicht für alle Apps. Aber es ist auch nicht so gut untersucht, die Chatnachrichten, was da eigentlich passiert. Und vielleicht, das klingt jetzt vielleicht offensichtlich, aber bei Gruppenchats, wenn ihr sensible Informationen in Gruppenchat postet, egal wie gut die verschlüsselt sind, alle Leute im Gruppenchat können die Nachrichten auch lesen und weitergeben, theoretisch. Das heißt, bei sensiblen Informationen überlegt euch, ob ihr die wirklich in Gruppenchats, vor allem in größere, posten wollt oder ob ihr die nicht lieber direkt verschlüsselt kommuniziert, Person zu Person. Ja, und was auch noch so eine Faustregel ist, je mehr Features irgendeine Applikation hat, die sagt, dass sie Privatsphäre und verschlüsselt und so weiter, privatsphärentechnisch saubere Protokolle benötigen sehr viel Zeit zum Implementieren. Und ich rede davon Monaten, bis das wirklich sauber gemacht ist. Und das heißt, wenn ihr viele Features habt, dann kann man davon ausgehen, dass da nicht so vorsichtig gearbeitet wurde. Was nicht heißt, dass es per se schlecht ist. Das ist einfach eine Erfahrungssache von mir. Und Telegram zum Beispiel, die sehr viele Features hat und auch ziemlich coole, zum Beispiel ja, Message-Pinnen oder Polls oder sowas in Gruppenchats, die ich auch hier und da benutze, die sind vermutlich nicht so stabil, dass, oder vielleicht geht das gar nicht in Ende-zu-Ende verschlüsselten Chats, das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Ja, also der Server zentral sieht, was läuft bei Telegram. Gut, jetzt noch zwei Alternativen und da bin ich durch. Zum einen gibt es Matrix. Das ist stark im Kommen. Das ist dezentralisiert. Das heißt, jeder kann seinen eigenen Server betreiben. Das sind hier diese großen blauen Punkte. Die nennt im Matrix-Jargon heißen die Home-Server. Und das ist wie E-Mail. Also wenn ihr eine E-Mail-Adresse habt, und das ist irgendwie @gmail.com, das nach dem Ad, das ist der Server, auf dem ihr euren E-Mail-Account habt, zum Beispiel Gmail. Ja, da gibt es auch bessere Alternativen als Gmail, möchte ich anmerken, aber das kennt man. Und das Gleiche gilt auch bei Matrix. Man kann da seine eigenen Server betreiben und hier habe ich einfach ein paar Beispiele gelistet. Matrix unterstützt bei Chat End-zu-End-Verschlüsselung. Es ist quelloffen und die App, die heißt Element, die benutzt ebenfalls das Signal-Protokoll für wenn Clients miteinander kommunizieren. Vielleicht sollte ich sagen, ja, hier in diesem Bild, die blauen großen Punkte, das sind die Home-Server und die grünen sind die Clients. Ja. Also, man meldet sich quasi bei einem Home-Server an, ja, und das ist dann quasi seine Heimat, ja. Aber der Clou ist, dass es ganz viele Home-Server gibt und die kommunizieren untereinander auch verschlüsselt. Das heißt, es gibt keine zentrale Stelle, an der man Informationen abgreifen kann. Man muss dann wirklich den Home-Server knacken oder zwingen, die Informationen preiszugeben. Und das ist deutlich schwieriger, je größer und dezentraler so ein Netzwerk organisiert ist.
Ja, das Matrix ist auch als Open Source und quelloffen und das heißt, es erlaubt auch beliebige eigene Implementierungen und das ist ziemlich cool, weil dann kann man nicht nur Chat-Apps da drauf laufen lassen, sondern ganz andere Sachen. Und ich muss aber sagen, es befindet sich noch in der Entwicklung. Es ist nicht so weit, dass es einfach benutzbar ist. Zum Beispiel das letzte Mal, als ich Element ausprobiert habe, hat es mir einen Account auf matrix.org gemacht, was zwar cool ist, aber wenn alle Leute auf matrix.org automatisch sind, die sich nicht sehr stark mit dem System auseinandersetzen, dann bricht das ein bisschen dieses dezentralisierte Eigenschaft. Und ich denke aber, Matrix kommt und in einem Jahr bis eineinhalb ist das sicher deutlich besser und deutlich weiter. Und ich empfehle das auf jeden Fall im Auge zu behalten. Ja. Und als letzte Alternative komme ich noch zu Briar. Briar ist ziemlich cool, weil das kann über Bluetooth, Wi-Fi kommunizieren, dezentral, aber auch über Tor. Wenn man es übers Internet benutzt, dann benutzt es Tor. Für die, die Tor kennen, das ist eine Methode, um den Link zu brechen zwischen einem Client und einem Server. Also der Server weiß nicht, wer ihn angesteuert hat. Und man kann das auch so machen, man kann sich innerhalb von diesem Tor-Netzwerk treffen, sodass überhaupt nicht klar ist, wer wer ist, aber man trifft sich. Das ist ziemlich cool. Es kommt auch ohne Internet aus. Das heißt, für Demonstrationen oder sowas, für Gebiete, wo es viele Leute hat, wo man auch von Person zu Person springen kann über Bluetooth oder Wi-Fi und wo sich Pakete selbst den Weg durchs Netzwerk suchen können, da ist Briar ebenfalls sehr zu bevorzugen. Es gibt keine zentralen Metadaten, weil es halt nicht zentral ist. Es gibt keine zentralen Server, auch nicht im Tor-Netzwerk. Und es kann daher juristisch oder technisch nicht blockiert werden. Ja, und in Zukunft ist auch Crisis Mapping machen, das heißt in Kriegsgebieten Karten erstellen, wo was passiert. Im Moment braucht man Monate dazu, weil sich das alles sehr schnell verändert und Kommunikation eher schwierig ist in Kriegsgebieten. Es will aber auch gemeinsame Dokumentbearbeitung implementieren. Und ich finde Briar ziemlich cool, aber der Schwachpunkt davon ist, es benötigt Always On, weil es muss immer Nachrichten weiterrouten von anderen Leuten, wenn es über Bluetooth oder Wi-Fi unterwegs ist und für Tor muss es immer im Tor-Netzwerk auf Nachrichten warten und das braucht wahnsinnig viel Batterie für Smartphones. Das heißt, aus meiner Sicht ist das eher unpraktisch für längerfristige Benutzung, aber es ist trotzdem ein ziemlich cooles Projekt und ich finde die Leute toll, die das machen. Ja, also jetzt komme ich zur Empfehlung. Also hier habe ich ein Scoreboard für Messenger. Die Legende, rot ist schlecht und grün ist gut. Und zum Beispiel für WhatsApp, wir haben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie ich gesagt habe vorher, aber es ist nicht quelloffen, es ist zentral, es ist nicht vertrauenswürdig und es produziert Metadaten, die auch von Facebook höchstwahrscheinlich verwendet werden. Dagegen haben wir Telegram, das ist, also kann Ende-zu-Ende verschlüsselt sein, ist es aber nicht per Default, daher orange. Es ist quelloffen, aber es ist auch nicht dezentral. Es ist halbwegs vertrauenswürdig, also ich glaube, dass die Leute, die das betreiben, das ernst nehmen. Aber das nicht verschlüsselt ist, man kann Leute immer irgendwie zwingen, Verschlüsselung zu brechen. Ja. Schlimmstenfalls entführt man die Kinder von jemandem oder sowas. Das sind plausible Szenarien, je nachdem, wie mächtig die Person ist oder die Organisation, die an die Information ran will. Und es generiert auch Metadaten. Und Threema, das ist ein Schweizer Messenger, der ist da vor allem drin, weil der ist Ende zu Ende verschlüsselt und die Leute, die nehmen das sehr ernst. Ich kenne Leute, die legen für die Hand ins Feuer. Im Moment ist Threema aber nicht quelloffen und auch nicht verifizierbar und es ist auch nicht dezentral, aber sie arbeiten daran. Es wird kommen in naher Zukunft. Und dagegen Signal, das halt quelloffen ist und halbwegs dezentral, dezentraler. Man könnte auch seinen eigenen Server betreiben, wenn man will. Es ist sehr vertrauenswürdig, weil sehr viele Leute gucken sehr genau hin, was da eigentlich passiert. Und es produziert zwar Metadaten, aber es speichert sie nicht. Oder zumindest soweit wir wissen. Und ich vermute auch, dass es das nicht speichert. Ja, und dagegen haben wir Matrix, das halt die Nachteile ein wenig ausgleicht. Und es generiert aber Metadaten auf diesen Home-Server. Das sind die großen blauen Punkte von vorher. Aber die zwischen den Home-Servern, da wird eher wenig Metadaten produziert oder sie sind zumindest nicht zentral abrufbar, weil die Server direkt miteinander kommunizieren. Und als letztes Beispiel Briar, das alle Punkte erfüllt
und echt ein cooles Projekt ist, aber halt ziemlich Batterie auf dem Smartphone benötigt. Und ich empfehle Signal zu benutzen, weil das erfüllt viele Punkte, aber ist gleichzeitig, es ist nicht perfekt, aber es ist einfach zu benutzen und man kann sehr wenig falsch machen. Und das ist ein großer Pluspunkt, weil wenn man nicht genau versteht, was alles abgeht und dann gewisse Sachen nicht so beachtet, dann bricht das die Garantien, die Privatsphären- und Sicherheitsgarantien, die eine Applikation zur Verfügung stellt. Und das sollte eher nicht sein, meiner Meinung nach. Gut, also benutzt Signal. Ja, jetzt komme ich kurz zum Fazit. Das, was ich jetzt hier erzählt habe, vor allem wegen Corona, wird das extrem schnell weiterentwickelt, weil die Dienste werden wirklich benutzt im Moment. Das heißt, erkundigt euch in naher Zukunft erneut. Auch was mit dem eingangs erwähnten Beispiel ist mit der Europäischen Union, wo der Ministerrat jetzt diese Resolution beschlussfertig gemacht hat, dass sie Verschlüsselung brechen will. Wenn das wirklich durchkommt, dann muss Signal das auch implementieren. Also behaltet das im Auge. Und wichtig, das habe ich eingangs erwähnt, Gesetze sind meiner Meinung nach viel wichtiger als so krasse Kryptogeschichten wie Briar. Denn solche Apps wie Briar kann man zwar verwenden, aber das wird nur eine Minderheit machen und alle anderen sind ungeschützt. Und außerdem kommen auch ziemliche, Bequemlichkeitseinbußen daher, wenn man Apps wie Briar benutzt. Also man kann weniger Dienste nutzen, weil halt alles verschlüsselt ist und das viel komplizierter ist, wenn alles verschlüsselt ist. Und wenn es bessere Gesetze gibt, die Überwachung gar nicht erst erlauben, dann muss man da nicht so aufpassen. Trotzdem aufpassen natürlich. Ja, und jetzt habe ich hier ein paar Links. Wer weiterlesen will, da gibt es einen Surveillance Self-Defense Guide der Electronic Frontier Foundation. Das ist eine amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die sich sehr stark macht für diese Dinge und wirklich ernst zu nehmen ist. Dann gibt es in Deutschland netzpolitik.org. Das ist eine journalistische Aufbereitung von den sensiblen Themen über das, was ich jetzt gesprochen habe und weiteres in der digitalen Sphäre. Sie sind ein bisschen biased, also sie sagen selbst, dass sie eher für die Unabhängigkeit der Menschen sind. Aber Fokus liegt auf Deutschland und wer sich für das Thema interessiert, kann da anfangen, sich einzulesen. Und für die Schweiz, es gibt die Digitale Gesellschaft Schweiz, beschäftigt sich vor allem im politischen Rahmen mit diesen Themen, organisiert Referenden, das heißt Widersprüche gegen Gesetze oder auch Volksinitiativen in der Schweiz. Und es gibt auch grundrechte.ch, die sich auch mit diesen Themen beschäftigt. Und diese ist aus der Phishing-Affäre entstanden, die ich am Anfang erwähnt habe auch, wo die Schweizer überwacht wurden und was dann Anfang der 90er verboten wurde. Gut, dann bin ich jetzt fertig. Falls es Fragen gibt, aus dem Big Blue Button, kann man die jetzt stellen. Und ich freue mich auf eure Fragen. Ja, David, erstmal super, vielen Dank für deinen Vortrag. Also, was da alles drin war, war wirklich eine ganze Menge. Und über die ganze Zeit, dass du einfach ohne großartig heiser zu werden durchgesprochen hast, sehr gut. Hätte ich nicht gekonnt. Wir haben jetzt ein paar Fragen. Also einmal bei dem Big Blue Button haben wir direkt ein paar Fragen drin und beim Linux Guides YouTube-Kanal haben wir auch welche. Können wir einfach immer mal abwechselnd vorlesen. Ich glaube, bei YouTube hat sich auch einiges schon selbst beantwortet. So, ich guck mal rüber. Wie sind reguläre SMS-Nachrichten verschlüsselt? Wäre eine Frage. Die Antwort ist gar nicht. Genau. Ja, es gab... ja gut, ich bin mir nicht mehr sicher. Es gab beim neuen Mobilfunkstandard LTE Advanced, oder wie der jetzt heißt, gab es diesen Vorschlag, das zu verschlüsseln. Oder auch, dass ich das Netzwerk gegenüber dem Handy authentifizieren muss, nicht nur andersrum. Aber das wurde zugunsten der Ermittlungsbehörden
fallen gelassen. Also SMS sind nicht verschlüsselt, gar nicht. Und können werden teilweise direkt abgegriffen von Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendiensten beim Provider. Ja, gut. Ich denke, das ist damit gut beantwortet. Vielen, vielen Dank. Ja, auf YouTube gab es auch ein paar Fragen. Viele haben sich schon von selbst geklärt. Das ist sehr schön. Aber vielleicht können wir da nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Vielleicht interessiert das mehr Leute. Genau, du hast ja am Ende auch Breyer angerissen. Und ja, da schreibt jemand, der, soweit ich weiß, arbeitet diese App nicht zentralisiert, aber es geht weiter wohl sehr auf Kosten der Benutzerfreundlichkeit. Hast du die App schon mal selber benutzt, beziehungsweise den Dienst? Ja, ich habe es mal installiert und ausprobiert und ich war ziemlich begeistert von der, wie es funktioniert. Es ist wirklich dezentral, das heißt, es gibt keinen zentralen Server. Aber was das auch bedeutet, ist, dass das Austauschen von Nachrichten ein wenig Zeit benötigt. Vor allem, wenn das zum Beispiel, sagen wir, nehmen an, wir sind an einer Demonstration und benutzen diese App, dann muss das über mehrere Geräte, nehmen wir mal an, wir haben da 100.000 Leute, dann muss das über ziemlich viele Geräte geroutet werden, eine Nachricht, bis sie dann tatsächlich beim Empfänger ankommt. Und das kann schon ein Weilchen dauern. Oder auch in Krisengebieten, wo zentrale Kommunikationsinfrastruktur wie Mobilfunk ausgefallen ist, da kann es dann schon mehrere Tage dauern, bis eine Nachricht ankommt. Je nachdem, oder sie kommt gar nie an, oder? Ja, also es ist nicht vom Komfort her so wie zum Beispiel WhatsApp, wo man innerhalb von Sekundenbruchteilen die Nachricht übermitteln kann. Aber das ist designbedingt, das geht so nicht besser. Dafür hat man halt die Garantien, dass es nicht zentralisiert ist. Dankeschön. Hauke, hast du noch Fragen? Ich hätte noch eine Frage, von Klaus kommt. Muss man bei Open-Source-Produkten nicht besonders aufpassen, dass man eine Version mit sicherer, etablierter Verschlüsselungsmethode hat? Ja, das stimmt. Die Sache bei Open-Source-Produkten ist, dass sie Open-Source sind, aber nicht jeder hat die Zeit, sich den Source-Code durchzulesen und zu beurteilen, ist jetzt das wirklich eine gute Lösung. Meistens sind das nur ganz wenige, die das tatsächlich machen und man vertraut halt implizit diesen Menschen. Und es ist aber so, wenn diese Open-Source-Version eben etablierte Libraries benutzt und die richtig benutzt und gute Verschlüsselungsbibliotheken sind dann hoffentlich so designt, dass man nicht so viel falsch machen kann, dann kann man dieser Software schon mehr vertrauen. Wenn es um Verschlüsselung geht. Natürlich kann es immer noch sein, dass die Software die Information irgendwie abzweigt und unverschlüsselt oder irgendwie gezielt an jemand anderen schickt. Gegen das kann man nicht so viel machen, also selbst reingucken in den Source Code. Aber man kann davon ausgehen, in den meisten Fällen, dass wenn eine Software häufig benutzt wird, dass auch entsprechend viele Leute drauf gucken. Ja, ist nicht immer erfüllt. Es gab diesen Heartbleed-Bug bei OpenSSL vor ein paar Jahren, der war echt eine Totalkatastrophe, die hat verschlüsselte Keys geleakt oder machte das Auslesen von von Verschlüsselungsschlüsseln möglich. Ist mittlerweile gefixt, aber hätte nicht passieren sollen. Vor allem nicht, wenn viele Leute drauf geguckt hätten. Ja, also wenn ihr euch für Open Source engagieren wollt, nicht nur entwickeln, sondern auch gucken, macht die Software wirklich das, was ich annehme. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Fragt jemand noch auf YouTube, wie überzeugt man am besten Freunde und Bekannte, auf sichere Messenger umzusteigen? Die meinen, die wissen doch eh schon alles über mich. So nach dem Motto, hast du da vielleicht einen Tipp? Dafür braucht es eine breite Bildungsoffensive für die Allgemeinbevölkerung. Man kann natürlich illustrieren, warum es nicht optimal ist oder warum es einen stört, wenn zum Beispiel der Staat oder so Dinge über einen weiß oder auch andere Menschen. Und da gibt es Geschichten, die funktionieren besser. Zum Beispiel, wenn euch jemand sagt, ja, mir ist egal, wenn die alles wissen, dann fragt doch mal diese Person, ja, kannst du mal mir dein Telefon geben? Ich würde gerne deine Fotos angucken. Ja, und die meisten Personen sagen dann, warum? Nein. Kannst du, ja, guck, du magst es nicht, wenn jeder deine Fotos angucken kann, oder?
Und dann fängt es manchmal an zu schalten. Aber es gibt auch andere Geschichten, zum Beispiel die Rosalisten hießen die, glaube ich, während der Weimarer Republik. Das ist auch so eine in der Szene häufig rezitierte Geschichte, die geht folgendermaßen, dass, tut mir leid, falls ich das jetzt nicht komplett hinkriege, ich mache das aus dem Gedächtnis, dass während der Weimarer Republik war Homosexualität illegal, aber, der Geschlechtsverkehr zwischen Homosexuellen war illegal, aber nicht Homosexualität selbst. Und dazu, um diese Verbrechen des Geschlechtsverkehrs aufzuklären, hat dann die Polizei Listen geführt von homosexuellen Teilnehmern der Gesellschaft. Aber das war nicht wirklich ein Problem, weil wenn man aufgepasst hat, dann wurde man nicht erwischt. Ja, und dann gab es aber einen Machtwechsel nach der Weimarer Republik, vielleicht die in die Geschichte aufgepasst haben. Dann kamen die Nationalsozialisten und die haben diese Listen genommen und sind dann relativ stark gegen Homosexuelle vorgegangen. Und diese Geschichte soll illustrieren, dass nur weil jetzt etwas keine Rolle spielt, heißt das nicht, dass es in Zukunft keine Rolle spielt. Und wenn diese Informationen mal generiert sind über einen und gespeichert, dann bleiben die auch. Und darum sind auch Gesetze so wichtig, die das Speichern verbieten, auch für Geheimdienste. Vielen, vielen Dank. Hauke, hast du noch Fragen? Ich bin mir nicht sicher, ob das... Okay, ist... Genau. Nochmal Frage zu dem Briar. Ist das quasi bloß eine technische Machbarkeitsstudie oder ist es quasi ein richtiges Produkt, was man auch einsetzen kann? Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Entwicklern von Briar nicht auf die Füße trete. Briar funktioniert und es hat sicher Einsatzzwecke, zum Beispiel Krisengebieten oder auch bei Demonstrationen. Und wenn man jetzt nicht unbedingt auf die Batterie angewiesen ist von seinem Smartphone, kann man das auch gut betreiben, wenn man sehr sicher sein will, dass die Kommunikation nicht überwacht wird oder auch Metadaten nicht generiert werden. Allerdings ist auch die Frage, wie sehr vertraut ihr einem Smartphone? Oder? Wenn ihr wirklich auf Briar setzt, weil ihr sicher seid, das Signal euch nicht reicht, dann müsst ihr auch ein Smartphone organisieren, das nicht an iStore hängt, das nicht von Uplay Apps herunterlädt, sondern selbst ein Android drauf tun, wo ihr reingeguckt habt und wisst, was es macht, wo ihr selbst Apps installiert, wo ihr dann aber auch selbst Sicherheitsupdates einpflegen müsst. Und das ist dann schon, also wenn man das Ganze berücksichtigt und wirklich auf Briar setzt, dann muss man konsequenterweise auch diese Dimension betrachten. Und dann wird es für mich sehr unpraktikabel, außer man ist wirklich in der Situation, wo man das benötigt. Und das gibt es auch. Also Fazit, Briar ist nicht nur eine Machbarkeitsstudie, aber die Benutzbarkeit ist limitiert, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht verprügelt von den Entwicklern. Okay, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ansonsten wurde noch die App Tox oder der Dienst Tox in den Raum geworfen. Kennst du diesen und würdest du ihn empfehlen? Ich kenne ihn, aber ich weiß im Moment nicht, was der Entwicklungsstand ist. Als ich ihn vor ein paar Jahren mal ausprobiert habe, gab es Probleme. Der ist ja Peer-to-Peer, geht übers Internet, direkt von Person zu Person. Und das Problem da war, wenn beide hinter einem NAT sitzen, also Network Address technisches Blabla, auf jeden Fall, wenn beide Geräte nicht direkt am Internet hängen, sondern ein Router dazwischen ist, dann gab es Probleme mit der Kommunikation. Und ich weiß nicht, ob die das mittlerweile gelöst haben. Vielleicht wird mit IPv6 das auch einfacher. Aber ich empfehle es auf jeden Fall mal auszuprobieren, weil der Spirit kommt aus derselben Ecke wie Briar, also die Idee, dass man kommunizieren sollte, ohne direkt zentral überwachbar zu sein. Also, gute Sache. Vielen, vielen Dank. Hauke, hast du noch Fragen? Da wird gerade geschaut. Nee, also ich habe jetzt gerade nichts mehr. Wir haben jetzt noch ungefähr 4 Minuten theoretisch, aber der nächste ist noch nicht da, wenn ich das richtig sehe. Also von daher hätten wir noch ein paar Minuten. Also wer jetzt noch irgendwo eine Frage stellen möchte, bitte jetzt tun.
Jetzt kommt noch mal ganz kurz eine Frage. Hat jemand mal so reingeschrieben? App auf der Webseite oder als Quellcode? Kann ich aber um echt zu sein nicht so richtig entschlüsseln, was er da meint. Hast du da eine Ahnung, David? Oder wollen wir einfach zur nächsten Frage gehen? Also ich vermute, die Frage ist, soll man sich die kompilierte App runterladen oder den Quellcode selbst bauen? Also ich interpretiere das jetzt so. Falls nicht, kann die Person nach 20 Sekunden Verzögerung die Frage auf YouTube konkretisieren. ja, das Problem bei Quellcode ist halt, man muss es selbst bauen. Das heißt, man braucht eine Bildumgebung. Das ist relativ kompliziert. Und der Vorteil, wenn man den Quellcode eh nicht anguckt, ist die Frage, bringt es was? Ja, weil sehr oft die Apps auf der Webseite, da guckt der Entwickler schon, dass das die App ist, die tatsächlich wie sie sein sollte. Und wenn sich da irgendjemand dazwischen schaltet und die App austauscht, ich hoffe, dass das auffällt. Und wenn er wirklich die Kommunikation zwischen mir und dem Webserver manipulieren kann, dann kann er auch falschen Quellcode einschieben. Und konsequenterweise sollte er das auch machen. Ja, darum, ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied ist, aber mir fallen jetzt auch keine Beispiele ein, wo das irgendwo mal ein Problem war. So. Okay. Hast du noch Fragen, Hauke? Ich hätte noch eine. Ich habe keine und Samuel ist jetzt auch da. Also von daher, wir müssen das nicht unbedingt noch in die Länge ziehen. Aber klar, wenn du noch was hast, sprich. Ja, die Frage ist relativ unspezifisch, das ist ein bisschen off-topic, ja. Ob ihr Graphen-OS kennt und würdest du das empfehlen, David? Oder ja, hast du da Erfahrungen mit? Ich habe leider nicht genug Erfahrung. Ich kenne es, aber ich kann nicht genug, um eine Empfehlung abzugeben. Okay. Vielen, vielen Dank für deinen sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich denke, damit konnte auch wirklich jeder was anfangen, weil jeder irgendwie bestimmte Messenger wahrscheinlich nutzt. Und mir persönlich ging es so, dass ich jetzt vor einem halben Jahr dann von WhatsApp tatsächlich abgeschworen habe und habe dann meinen Freunden gesagt, ja gut, entweder ihr steigt auf einen anderen Messenger um oder wir kommunizieren halt nur noch per SMS. Ja, ist für mich dann auch schon okay, weil ich wollte einfach Facebook da nicht weiter meine Daten so direkt schon zur Verfügung stellen. Und hab sehr, sehr viel dazugelernt heute. Vielen, vielen Dank. Hauke, hast du sonst noch was zu sagen? Von mir natürlich auch nochmal großer Dank in die Schweiz. Ich finde das immer ganz interessant, mal so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Vor Jahren hatten wir ja schon mal so einen Einblick in Dänemark, wie da so Sicherheit und Datenschutz gehandhabt wird. Also ich finde sowas immer besonders spannend. Also danke dafür. Und ja. Ich glaube, damit ist quasi auch alles gesagt. Vielen Dank. Danke für die Möglichkeit, den Vortrag zu halten. Ja. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt gleich zum nächsten Vortrag von Samuel Albrecht. Ein bisschen OpenSSL. Wir bauen kurz um und sind gleich wieder da. Bis gleich.